Er hat mit 26 Jahren mit der Fliegerei begonnen, war Ofenmann bei Schöller-Bleckmann und ist vor kurzem unglaubliche 98 Jahre alt geworden. Freuen Sie sich auf ein sicherlich interessantes Gespräch mit Johann Urschitz. Liebe Zuseher, herzlich willkommen im TV Mürz Studio. Ich darf heute Johann Urschitz begrüßen und gleich vorab eine Frage: Wie groß ist die Geburtstagstorte, wenn man 98 Jahre alt ist? So viele Kerzen müssen mal Platz haben. Wie ist der 98er gefeiert worden? Ja, wir haben schon eine Torte gehabt und ein bisschen was zum Trinken natürlich. Das ist eh klar, das gehört auch dazu. Sonst bringt man auf die Torten auch nicht runter. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Sie sind 1926 geboren worden. Ja. Wie war das Leben damals im Mürzzuschlag? Also für mich war es schlecht, weil mein Vater, der war ausgesteuert. Ja. Der hat kein Geld mehr bekommen von der Stadt oder vom Land. Jetzt ist meine Mutter, ist überall, dann sind die Leute waschen und bügeln gegangen und reiben. Früher haben wir alle die Böden gerieben und so weiter. Da hat sich das halt ein bisschen verdient. Und ich bin überall zu den Bauern gegangen, betteln, um ein bisschen Milch oder Eiertapfel oder ein Stück Brot. Bin ich rundherum, um was zu tun, bin ich zu den Bauern gegangen. Nicht? Und von manchen haben wir was gekriegt und von manchen halt nicht. Wir waren ja ganz arme Leute. Der Vater war ausgestellt, hat sich der nichts mehr gekriegt. Ne? Und die Mutter hat ein bisschen zu verdient mit durchs Waschen und Reiben bei den Leuten. Ne? Ich habe Sie als Ofenmann angekündigt im Vorgespräch. Ich war Sie ja besuchen. Haben Sie gesagt, Sie waren Ofenmann. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Was war ein Ofenmann? Ja, ich war da in Hönigsberg im Stahlwerk, als Blechwalzwerk. Ne? Ja. Und da sind hinten mit einer Schubmaschine sind kalte Blöcke eingeschoben worden und sind im Ofen erwärmt worden. Bis auf 1200 oder 1000, je nach Material, auf 1300 Grad. Und dann wurden sie einzeln herausgeworfen, die Blöcke, und wurde die Blech gewalzen. Und zwar hat das Blech geheißen, da haben wir damals gehabt, das hat geheißen AM53, also antimagnetisch 53. Da sind in Deutschland 4 U-Boote gebaut worden mit diesem Material. Und da war von Deutschland war ein Techniker dabei, der hat jede Platte, was wir gewalzt haben, hat der überprüft, ob sie antimagnetisch ist. Weil das kann man ja nicht brauchen, weil dann zeigen ja die Beilgeräte an bei den U-Booten. Ne? Und das ist alles, da war ein Techniker dabei, der hat jede Platte hat er gemessen, ob es antimagnetisch ist. Nicht? Weil dann haben sie es zusammengebaut, haben sie 4 U-Boote gebaut, nicht? Damit so viele Bleche haben wir dort gewalzen. Und dann haben sie es mit der Tarnfarbe angestrichen und die war aber dann, sind sie draufgekommen, die hat aber eine eisenhältige Farbe. Jetzt haben sie alles wieder abbrennen. Die ganze Farbe, was die Schutz, von was da, den Tarnstrich, was drauf geschmiert haben, ne? Und sie müssen alles abbrennen. Ja? Also, das hat ja keinen Sinn. Ein U-Boot, wenn dann die Peilgeräte anzeigen, nicht? Weil da schießen sie ja auch nach der Reihe. Ja. Wie waren die Arbeitsbedingungen grundsätzlich damals im Werk? Wie viele Mitarbeiter hat es damals gegeben, zum Beispiel? Ja, sicher, aber. Na. Also ich war ziemlich schnell beim Arbeiten. Es waren schon manche, die was langsam waren. Da hat der Körper Salz ausgeschieden. Also, da haben sie dann so Streifen auf der Uniform gehabt. Ne? Auf Training oder am Anzug halt. Ne? Aber ich habe das nie gehabt. Weil ich war flink und schnell. Und ich habe meinen Körper nie Salz ausgeschieden. Mhm. Ja. Wie lange waren Sie bei dieser Firma? Ja, ich glaube, das waren 37 Jahre. 37 Jahre. Und dann haben wir früher kein kennen, ein bisschen. Wann hat für Sie die Faszination für die Luftfahrt begonnen? Hat es da irgendein einschneidendes Erlebnis gegeben? Wir haben in Mürzzuschlag einen Flugsportclub gehabt. Wir haben selbst 3 Maschinen gebaut. Ein Gruner haben wir gebaut, ein Gruner Baby. Dann einen L-Spatz und einen Doppelrab. Das war ein Zweisitzer.
Und dann sind aber noch Maschinen dazu gekauft worden. Zwei Piraten aus Polen sind gekommen. Dann haben wir zwei Decke 300 von Glaser Dirk bekommen. Das war ein Einsitzer. Und dann eine Decke 1000, das war eine zweisitzige Maschine. Und wir wollten mit dieser Maschine wollten wir in die Schweiz fliegen. Dann haben wir aber nicht dürfen vom Turm aus. Am Turm war der Hubmann Herbert. Da haben sie uns nicht lassen, weil unser Bundesheer selbst die eigenen Flieger Tiefflug über in den Tauern gemacht haben. Jetzt haben wir nur in die andere Richtung zum Schneeberg haben wir dann fliegen können. Ne? Da waren wir oben auf 1900 Meter. Und da habe ich geschaut, wie der Zug gerade aufgefahren ist. Da fährt der Zug rauf, ne? auf dem Schneeberg. Der Salamander heißt er. Ja. Er hat darauf, da haben wir gerade gesehen, wie die Leute dann aussteigen, wie es ausgewählt sind, wie waren die in 1900 Meter Höhe. Ne? Mhm. War es schwer, in den 50er Jahren Pilot zu werden? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist man einfach hingegangen und sagt, ich möchte jetzt eine Maschine fliegen? Wir haben ja einen Flugspark, einen Club gehabt. Ja, ne? ja. Und wir haben selbst drei Flieger gebaut. Ja, aber was finanziell aufwendig? Ich meine, das kann man sich ja heutzutage kaum leisten, eine Pilotenausbildung. Ja, sicher, jetzt ist die normal teuer, nicht? Aber bei uns, wir haben alles selbst gemacht. Nicht? Ja. Wir haben schon einen Fluglehrer gehabt, der was auch überall dirigiert hat alles und eingeteilt die Leute und so weiter beim Fliegen. Mhm. Und war Ihre Frau damit einverstanden? Hat sie ihre Faszination geteilt? Oder? Ja. Ist sie selber auch mitgeflogen? Oder? Nein, die Frau nicht, aber mitgeflogen schon. Ja. Aber vielleicht ein, zwei Mal. Ja. Und da hat sie nie Angst gehabt. Insgesamt habe ich ja 700 Personen befördert. Wow. Ja. Heute mitgenommen. Können Sie beschreiben, was das für ein Gefühl ist, wenn man sie so in ein Flugzeug setzt? Ist das ja, es ist so. Der Hubmann war am Turm, das war ich auch, ein Würzer. Nicht? Und der hat immer gesagt, erst Hans, hast du leider einen Hagel? Ich sage, wieso? Ja, weil er gesagt, alle anderen Flieger, die auch geflogen sind, waren in 10 Minuten wieder am Boden. Weil man ist ja hochgeschleppt worden, entweder mit einer Schleppwinde oder mit dem Flieger. Nicht? Oder ein Flugzeug hochgeschleppt. Ja. Und dann sagt er, ja, hast du einen Hagel, weil du bleibst immer hängen. Das ist in der Fliegersprache. Ich bin 5-6 Stunden geflogen und die anderen sind in 10 Minuten alle am Boden gewesen. Ne? Also dann hat er gesagt, hast du einen Hagel? Aber so vom Gefühl her, was hat Ihnen das vermittelt? Ja, das war so, manche sind geflogen und die Instrumente haben ein bisschen später angezeigt. Es hat mir durch eine Thermosflasche ist das das war vorne im Bug drin, die Thermosflasche, und da sind die ganzen Instrumente angeschlossen gewesen. Und das hat ein bisschen mehr Verzögerung gehabt immer, nicht? Bis das ansagt, war es aus einer Blasen schon wieder draus. Und das haben manche nicht überrissen. Ich habe so ein gutes Gefühl im Gesäß gehabt. Bevor das Gerät noch angezeigt hat, dass ich steigen habe, habe ich es schon gewusst. Und habe sofort einkurven. Natürlich bin ich natürlich in der Blasen drinnen geblieben, in der Thermik. Und die anderen, die haben das wohl gespürt, aber bis dann draufgekommen sind, waren sie schon wieder draus. Ich weiß, dass sie nur auf die Instrumente verlassen haben. Ja. Ich habe so ein gutes Gefühl gehabt, im Sitzfleisch, dann habe ich das sofort gesperrt. Bevor die Instrumente nachgezeigt haben, habe ich schon gewusst, heute jetzt geht's. Und habe natürlich auf Gleitkurven angefangen. Gibt es eigentlich eine Altersgrenze für Piloten, dass man sagt, jetzt, auch gerade im privaten Bereich natürlich, dass man sagt, jetzt geht's nicht mehr, jetzt gibt es medizinische Untersuchungen, die man da. Immer wird es ein Arzt, ein Fliegerarzt gehen, und da wird man alle Jahre getestet, ob man flugtauglich ist. Ne? Sonst darfst du nicht fliegen. Und ich habe nur alle 2 Jahre gebraucht, weil ich so gut benannt war. Ne? Aber nur alle 2 Jahre zur Untersuchung gehen. Brauchen. Ja. Ja. Hat es jemals brenzlige Situationen gegeben, wo Sie sagen, das war jetzt knapp, oder da war ich froh, dass ich wieder runter war? Es ist ab und zu, wenn es ein bisschen Turbulenz gegeben hat, nicht? Oder einmal, habe ich meinen Schwiegersohn mitgenommen, der hat am 30. Mai Geburtstag gehabt, und sind wir geflogen ein Stück. Und wir haben halt dann weg waren richtig, hat es auf einmal angefangen ins Hageln. Jetzt müssen wir sofort umdrehen und landen gehen. Nicht? Weil
Der Hagel hat da, ja, die Flächen, das ist ja alles mit Leinen bespannt, ne? Ja. Die Flieger. Und da hat er ja das, der lockert, ne? Dann stürzt er ab. Ja, nach einer kurzen Unterbrechung erzählt uns Johann Urschitz, wie man sich ein Flugzeug selber baut und welche Rekorde er gebrochen hat. Bleiben Sie dran. Jobs schaffen, Wirtschaft stärken, Klima schützen. Unter diesem Titel stand kürzlich die Pressekonferenz der SPÖ-Regionalorganisation Bruckmütz Zuschlag im Mürzer Servicebüro. Die Steiermark ist überhaupt mit einem Plus von 13,9% in der Arbeitslosigkeit über dem österreichweiten Schnitt. Ganz klar, wenn die Industrie vor allem betroffen ist. Das heißt, wir sehen hier, es gibt einfach Grund zum Handeln und zwar dringend. Ein Grund für diese Veränderung in der Industrie ist natürlich auch das, was wir im globalen Maßstab erleben. Das bedeutet ein Wandel der Produktion, klimafreundliche Produkte, die wir produzieren wollen, der Fokus auf gänzlich neue Produkte, steigende Kosten auch für die fossile Energie, die in ganz Europa mittlerweile Thema sind, aber auch der Ausbau der erneuerbaren Energie. Es tut sich in diesem Bereich sehr viel. Das bedeutet, die Klimakrise stellt uns alle vor die Herausforderung, unsere Industrie, unsere Wirtschaft auch zu transformieren. Wir sehen, in ganz Europa werden gerade 40 neue Batteriewerke beispielsweise errichtet, fast die Hälfte davon in Deutschland, in Österreich stehen null. Wir haben auch keine Transformationsstrategie in Österreich bundesweit, auch das hat die Bundesregierung verabsäumt. Die gute Position der obersteirischen Industrie ist durch die steigende Arbeitslosigkeit gefährdet. Nee, wir sind sehr stolz, dass wir noch immer eine der größten und besten Industrieregionen in ganz Österreich und auch Europa sind. Aber die letzte Bundesregierung hat eine industriepolitische Strategie versprochen und sie nie umgesetzt. Und wir sehen zurzeit, dass die Arbeitslosigkeit vor allem auch in der Industrie exorbitant steigt. Es gibt einzelne obersteirische Bezirke mit einem Plus von über 20%. Und deshalb müssen wir jetzt klar in eine neue industriepolitische Strategie investieren, die Betriebe unterstützen, auch dass sie die Transformation schaffen und uns nicht andere Regionen wie China oder Amerika weiter abhängen. Mit einem Klimatransformationsfonds in der Höhe von 20 Milliarden Euro soll unsere Wirtschaft klimasozial umgestaltet werden und es können damit gute Jobs vor allem in der Industrie entstehen. Wir wollen in die kommende Bundesregierung, um Arbeitsplätze zu schaffen, vor allem Industriearbeitsplätze zu schaffen. Bei der Industrie ist es ja besonders hoch, die Arbeitslosigkeit. Da sind wir bei plus 17% im Vergleich mit dem Vorjahr. Und da haben wir als SPÖ ein Modell mit einem Transformationsfonds, wo wir wirklich sagen wollen, wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen Wohlstand und wir schaffen die Energie- und Klimawende. Angesprochen wurde auch die für die Konsumentinnen und Konsumenten belastende Entwicklung durch die Teuerung bzw. Inflation. ÖVP, FPÖ und auch mittlerweile die Grünen haben die Teuerung durchrauschen lassen. Und wir als Gewerkschaft waren gefordert, einigermaßen mit guten Lohnabschlüssen diese Teuerung ein wenig abzufedern. Und haben dafür müssen Kampfmaßnahmen durchführen. Wir haben gestreikt. Wir als Gewerkschaft haben das nicht als Jux und Dollerei gemacht, sondern man hat uns den Rucksack umgehängt. Aber wir haben den aufgegriffen und haben es einigermaßen abfedern können. Das größte Problem, das wir sehen, ist, dass die Menschen sich einfach vieles nicht mehr leisten können. Die Inflation in den letzten 5 Jahren war bei plus 22%. Das hat sich bei den Lebensmitteln besonders niedergeschlagen. Da haben wir gesehen, Kartoffeln kosten 100% mehr als vorher, Nudeln kosten 90% mehr, das Mehl um 80% teurer geworden. Das waren wirklich massive Preissteigerungen und wir sagen, das darf einfach nicht sein. Es darf weder bei den Energiepreisen noch bei den Mietpreisen noch bei den Lebensmittelpreisen darf man weiterhin zuschauen, wie die so stark ansteigen. Ein Thema bei dieser Pressekonferenz in Mürz-Zuschlag war natürlich die Ausgangsposition der Sozialdemokratischen Partei für die bevorstehende Nationalratswahl am 29. September. Die letzte große Umfrage bei der EU-Wahl, hier waren nur wenige 10.000 Stimmen zwischen allen drei Parteien und deshalb hoffe ich, dass wir jetzt in den letzten Wochen noch einen großen Schwung bekommen, weil ich glaube, dass die Obersteiermark auch wieder eine Sozialdemokratie in der Regierung bräuchte. Die Obersteiermark war sowohl unter Schwarz-Blau als auch unter Schwarz-Grün leider am Abstellgleis und wir müssen wieder schauen, dass wir die Obersteiermark auf Schiene bekommen. Die Stimmung in der Obersteiermark ist einfach sehr, sehr gut. Wir sind auf Wahlkampf, wir sind bei den Menschen, wir sind vor Ort in den Betrieben, bei den arbeitenden Menschen. Das wird sehr, sehr positiv wahrgenommen und die Leute, unsere Menschen, unsere Arbeitskolleginnen und Kollegen sind abzuholen. Die warten drauf. Ja, wir laufen bis zur letzten Minute. Am 29. September werden wir sehen. Wir sehen, es ist ein sehr knappes Rennen. Es sind ÖVP, FPÖ, SPÖ knapp beieinander. Und wir sind davon überzeugt, es wird die SPÖ auf Platz 1 brauchen, um eine schwarz-blaue Bundesregierung zu verhindern. Und das wird einfach notwendig sein, wenn wir wieder Wohlstand generieren wollen, wenn wir die Teuerung stoppen wollen.
Die Vertreter der SPÖ blicken also mit Zuversicht dem Wahltermin Ende September entgegen. Im Elektrofachhandel EP Stadtwerke Mürz in der Wiener Straße 3 in Mürzzuschlag erwartet Sie eine beeindruckende Auswahl an Unterhaltungs- und Haushaltselektronik sowie Spielwaren auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern. Wir führen erstklassige Produkte namhafter Anbieter wie KitchenAid, Miele, Dyson, Playmobil, Lego und viele mehr. Willkommen zurück im TV Mürz Studio. Bei mir zu Gast heute Johann Urschitz. Vielen Dank nochmal für die Mühe, die Sie sich gemacht haben, da zu uns ins Studio zu kommen. Es ist wirklich faszinierend. 98 Jahre, so rüstig beieinander. Es hat ja vor kurzem die Air Power gegeben. Diese Veranstaltung, ich glaube 250.000 Leute waren da dabei, um diese Faszination Flugzeug zu teilen und dazu zu sehen. Wird Sie das auch reizen, bei so einer Veranstaltung noch einmal dabei zu sein und diese wahnsinnig hochtechnisierten Flugmaschinen heute zu sehen? Oder waren Sie eher so der gemütliche Flieger, der Segelflieger? Wie? Ja, ich bin schon mit Motorflieger auch geflogen oder bin auch mit Hubschrauber geflogen. Am Platz war ich eingeteilt oft als Betriebsleiter. Hatte müssen immer ein Betriebsleiter da sein, der was die Flüge eingeteilt hat. Ne? Ja. Wer zuerst fliegt und so. Ne? Und darum sind mir immer als erstes eingeteilt, weil ich habe ein gutes Gespür gehabt für Thermik. Jetzt haben sie immer verlangt, meine Kollegen, dass ich zuerst starte. Mhm. Und ich habe sofort gewusst, wo die Thermik ist und habe ihnen dann aus der Luft die Sachen angesagt, wo es überall geht. Ne? Und dann sind die anderen erst starten gegangen. Die Blasen steigen ja kerzengerade auf. Oder wenn ein Wind geht, dass sie ein bisschen schief aufgehen. Die warme Luft, was sie am Boden erwärmt, wird ja dünner und leichter und steigt auf. Mhm. Immer so in Blasen. Alle 8 bis 10 Sekunden steigt eine Blase auf. Aber hat sie das jemals interessiert, in so ein ganz starkes Flugzeug einmal einzusteigen und mitzufliegen, mit einem Kampfjet oder sowas? Wäre das einmal Interesse gewesen von Ihnen? Oder eher nicht? Nein. Sind sie selber in Urlaub geflogen auch? Ja, das schon, ja. Ja. Und da waren Sie nie vorhin beim Piloten und haben Sie das Cockpit einmal angeschaut? Dreimal bin ich in Griechenland auf Urlaub geflogen. Ja. Dann war ich einmal in Gran Canaria, einmal war ich auf Kreta. Da bin ich viel geflogen. Aber immer mit einem anderen Flugzeug. Ja. Was war das Weiteste, was Sie mit Ihren... Dann war mal das der Brauch, waren es immer so österreichische Rundflüge gemacht worden. Das hat einer von Kapfenberg organisiert. Ne? Der hat nur müssen schauen, dass er die Leute zusammenbringt, dass das Flugzeug voll ist. Dass er sich ausgezahlt hat. Nicht? Und da sind wir dann geflogen. Und da habe ich meine Mutter mitgenommen und dann meine Enkelkinder auch, jetzt mal ein anderes halt zum Beispiel, dass sie auch zum Fliegen gekommen sind. Da sind immer so Österreicher und Flüge gemacht worden. Aber jetzt machen sie das ja nicht mehr. Was war das Weiteste, was Sie mit Ihrem Flugzeug aus Kapfenberg aus jemals angesteuert haben? Ja, da war ich 9 Stunden unterwegs. Wahnsinn. Da bin ich bis zum Pass Thurn geflogen, nach Tirol hinein, dann auf Mürzzuschlag und dann zurück auf Kapfenberg wieder gelandet. War ich 9 Stunden unterwegs. Wahnsinn. Ja. Ja. Aber Sie sind nicht nur weit geflogen, sondern auch hoch, Herr Urschitz. Ja, hoch. Ja, das war 4.000 Meter. 4.000? Das ist das Höchste, ja. Und das hat von meinen Kollegen keiner zusammengebracht. Hat keiner das Glück gehabt. Oder ich habe das halt nicht so verstanden. 10, 12 Maschinen sind angesagt. Die waren ein paar Minuten waren die wieder am Boden. Ja. Und Sie haben sich ein Flugzeug selber gebaut. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Man baut sich ein Flugzeug selber. Naja, man hat sich Pläne gekauft, die hat es ja gegeben. Und nach diesen Plänen ist nachher das ganze Gerät gebaut worden. Da haben wir bei der Schöller-Bleckmann, jetzt heißt es Böhler-Udeholm, da haben wir gearbeitet. Und die haben ein Sommerhäuschen gehabt.
auf seiner Wesen. Und das haben sie uns zur Verfügung gestellt. Und in diesen Sommerhäuschen haben wir unsere Flieger gebaut. Ja. Wie viele Leute haben da zusammengeholfen? Also das war schon ein Team, nehme ich an. Also einer allein kann wahrscheinlich kein Flugzeug bauen. Nein. Sicher waren wir mehrere Kollegen. Ja. Und waren das auch, waren das Techniker, Ingenieure? Oder? Ja, waren Ingenieure ein paar, ja. Wie lange hat das gedauert, bis sie das Flugzeug dann fertiggestellt haben? Das kann ich gar nicht so genau sagen, wie lange das gedauert hat. Das kann ich nicht sagen. Aber Monate, Jahre? Oder? Nein. Ein paar Wochen. Ja. Okay, ja. Ich baue mir schnell ein Flugzeug. Ja. Wahnsinn. Und was war das für ein Typ? War das ein Segelflugzeug? Oder? Ein Segelflugzeug, ja. 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 Ja, wir haben schon einen Elspatz auch gebaut. Das war, der hat schon einen Motor gehabt, ne? Der Segler. War ein Motorsegler. Ne? Mhm. Und dann haben wir eine Decke 300 haben wir gehabt, dann haben wir zugekauft. Oder zwei Decke 300 und eine Decke 1000. Und die war eine 20 Meter Spannweite gehabt, die Maschine, und war Doppelsitzer. Und mit dieser wollten wir in die Schweiz fliegen. Ne? Und da haben sie uns aber dann nicht los, weil unser Militär, unsere Flieger, in die Tauern eine Tiefflugübung gemacht haben. Jetzt haben wir nur zum Schneeberg hinausfliegen können, in die andere Richtung. Und da waren wir dann auf 1900 Meter um, haben wir runtergeschaut, wie gerade der Salamander, der Zug auffährt am Schneeberg, ja. Und wie die Leute rausgewurzelt sind aus dem Zug. Ne? Ja. Sie sind dann oben 1900 Meter drüber geflogen. Sie haben selber auch viele Passagiere an Bord gehabt und dann glaube ich, auch Ihren 5 Jahre alten Enkel. Ja, mein Enkel, der war so, da hat die da oben gesagt, er darf nur mitgehen und zuschauen auf dem Platz, ne? Aber der hat ja keine Ruhe gegeben. Jetzt hat er gesagt, ich möchte gerne fliegen. Jetzt habe ich ihn halt eingesetzt und bin geflogen mit ihm. Und da war nicht, das normale Flieger, der ihm gar nicht taugt. Oder ich gesagt, Opa, tu was. Habe gleich müssen ein bisschen Steilkufen fliegen und dann an Dörren machen und so Sachen habe ich müssen machen. Und dann war er zufrieden. Ist war 5 Jahre alt, der hat keine Angst gehabt. Wahnsinn. Und ganz, ich glaube, einen Neffen haben sie auch mal mitgehabt. Da war irgendwas Besonderes, glaube ich. Ja. Was war mit dem Neffen? Da sind sie, glaube ich, über irgendeine Siedlung drüber geflogen und dem ist dann schlecht geworden, oder was ja, war ja. Ja. Ja, der hat mich anbrauch. Also, okay, das kann auch passieren. Ja. Das wird man, glaube ich, wahrscheinlich selber. Das war aber ganz ruhiges Wetter. Und das war dann schon mit Landeanflug und auf einmal ist einem schlecht geworden und da haben sie das Genick. Aber das wird ja öfters vorkommen. Ja. Und jetzt interessant, das hätte ich ja nicht mehr kennt. Vor 14 Tagen circa war ein großer Mann da bei mir und hat sich vorgestellt, dass er das war. Ich hätte ihn nicht mehr kennt, jetzt ist ein großer, fester Mann. Ja. Aber weiß nicht, wie das mit der da gefunden hat. Weil der war ja in Kapfenberg daheim. Ne? Ja. Und hat mich da gefunden halt. Ne? Hat er sicher irgendwie durchgefragt, bis er mich gefunden hat. Wir haben noch ein Thema kurz gehabt, dieser Höhenrekord, den Sie aufgestellt haben, ja. Also mit 4000 Meter Höhe. Sie haben gesagt, da haben Sie ganz deutlich die Erdkrümmung dann gesehen. Ja, habe ich schon gesehen, dass wirklich die Erde eine Kugel ist. Ja, also nur an die alle, die glauben, die Erde ist eine Scheibe, ja. Da hätten wir jetzt nicht den lebenden also Beweis. Also ist ja alles eben, wenn man auf der Erde ist. Ne? Aber von dieser Höhe aus haben wir schon gesehen, wirklich, dass die Erde eine Kugel ist. Was gibt es sonst noch für Anekdoten aus Ihrem reichen Leben? Ich meine, mit fast 100 Jahren gibt es einiges zum Erzählen. Meine älteste Kundin, die ich gehabt habe, die Frau Hirsch, ist fast 100 geworden. Sie hat gesagt, das war natürlich ganz eine andere Zeit damals. Ja. Also, ich war 2,5 Jahre in jugoslawischer Gefangenschaft, in Kriegsgefangenschaft. Und da bin ich überall rumgekommen, dann haben wir auf der Jugendbahn, da ist die Amaldienstiger Brugger ist gebaut und die Jugendbahn. Da haben lauter junge Leute aus ganz Europa haben zusammen eine Bahn gebaut. Ne? Mhm. Und da wir müssen auch zum Beispiel Sümpfe trockenlegen und Ding, Brücken bauen und so weiter. Halt allerhand so Arbeiten haben wir müssen machen. Ne? Mhm. Und zum Schluss war ich dann in Belgrad, im Zentralkrankenhaus, und da waren wir jetzt noch also die Zimmer ausweisen und die Dächer herrichten, was kaputt gegangen sind. Aber wir müssen mit Ziegeln neu decken. Da wäre ich bald
darunter gefallen, 6 Stock hoch. Da war genauso ein Deckbau. Und in einer Hand habe ich einen Kübel Malta gehabt, also einen Mörtel, und in der anderen Hand ein paar Ziegeln. Und auf einmal bin ich eingebrochen. Jetzt habe ich das alles gleich fallen lassen. Jetzt hätte mich bald runtergeschmissen. 6 Stock gekocht, das hätte ich nicht überlebt. Ja. Als Pilot bei sowas dann habe ich fallen. Ja. Ja. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Ja. Was ist das Geheimnis Ihrer Vitalität? Sie sind also gut beieinander. Machen Sie irgendwas Besonderes? Ernährungsmäßig, Sport? Gar nichts. Ne? Ja. Ich habe auch keine Schmerzen, nur dass ich halt schwindelig bin. Ne? Ja. Das habe ich ja früher nicht gehabt. Ne? Ja. Aber jetzt, im Alter, bin ich halt schwindelig geworden. So, ich habe auch keine Schmerzen. Nicht. Jetzt, nee, tut mir nichts weh oder was. Ja. Gar nichts. Nur, dass ich schwindelig bin. Ja. Also ich danke herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Und wenn Sie die Sendung verpasst haben, können Sie sie auf YouTube, Instagram und Facebook anschauen. Vielen Dank nochmal, Johann Urschitz. TV-Mürz-Seherinnen und Seher, herzlich willkommen in unserer Rubrik Erinnerungen. Hier zeigen wir ausgewählte Beiträge aus den vergangenen Jahren. Je nach zeitlichem Spielraum werden im Anschluss an die aktuelle TV-Mürz-Sendung unterschiedlich viele Beiträge aus vergangenen Jahren gezeigt. Freuen Sie sich also auf vergessene Schmankerl, auf Lustiges oder auf emotionale Einblicke in die Geschichte rund um Mürz-Zuschlag oder einfach auf schöne Erinnerungen. Viel Vergnügen! Seien wir ehrlich, wer hat ihn nicht, den alten Icarus-Traum, den Traum vom Fliegen? Wolfgang Feitschecker, unser Kameramann, kommt ihn als Mitglied des Delta-Clubs Mürztals schon sehr nahe. Mit seinem Hängegleiter schwebt er in schwindelerregenden Höhen. Im folgenden Beitrag sehen Sie beeindruckende Bilder aus einer anderen Perspektive, der Vogelperspektive. Drachenfliegen ist nach wie vor ein stilles Abenteuer. Mit einem Hängegleiter erreicht man Höhen bis zu 4000 Meter und Geschwindigkeiten über 100 Stundenkilometer. Für alle, die diese faszinierende Sportart ausüben wollen, ist der Delta Club Mürztal seit über 30 Jahren eine unterstützende Anlaufstelle. Den Delta Club Mürztal, den gibt es seit 1977. Ich gehöre dem Club seit 1978 an. Wir haben Freude am Fliegen und wir wollen möglichst weit fliegen immer, soweit das Wetter erlaubt. Bei Interessen kann man sich bei unserem Club melden. Also wir im eigenen Club bilden nicht aus, aber ich würde das weiterleiten, zum Beispiel Flugschule Steiermark. Wie lange braucht man nun, wenn man ein kompletter Anfänger ist, bis man selbstständig alleine fliegen kann? Ja, das Wetter spielt natürlich auch nicht immer so mit, aber man muss einmal rechnen, Drachenfliegen 3 Monate. Paragleiter geht einfacher, da kann man sagen, wenn das Wetter passt, vielleicht, dass man in einer Woche schon ein bisschen fliegt. Wie ist nun das Gefühl, wenn man mit einem Hängegleiter fliegt? Das Gefühl ist unbeschreiblich schön. Man lässt sich von der Thermik hochtragen. Man genießt die kühle Luft. Wie gefährlich ist nun die Ausübung dieses Sports? Wenn man ein paar Regeln einhält, ist das nicht so gefährlich. Das ist so wie im Straßenverkehr. Wenn rot ist, dann darf man nicht fahren. Und beim Fliegen ist auch so, wenn das Wetter nicht passt, dann darf man nicht fliegen. Welche Geräte hat man mit? Was ist wichtig für einen sicheren Flug? Ja, grundsätzlich braucht man das Fluggerät, dann eine Liegeschürze mit Fallschirm, Notfallschirm und Instrumentierung. Also Mindestinstrumentierung ist Höhenmesser und Variometer.
Im Leistungsbereich hat man dann auch über GPS die Daten aufgezeichnet. Das Gerät, das ich da fliege, das ist ein Starrflüger, also Kategorie Star, und da ist der Weltrekord bei 400 Kilometer geschlossene Aufgabe. Das heißt, der Pilot fliegt weg und kommt wieder am Ausgangspunkt zurück. Welche Clubaktivitäten sind in diesem Jahr noch geplant? Ja, wir fahren im Herbst nach Italien, nach Monte Cucco, das ist ungefähr 1000 Kilometer von hier, oder Sant'Andrea alle Alps, das auch ungefähr gut 1000 Kilometer von hier weg ist. Bei optimaler Wetterlage sind Flüge bis zu 400 Kilometer und bis zu 8 Stunden Flugzeit möglich. Auch unser Kameramann Wolfgang Feitschecker hebt seit 28 Jahren mit seinem Fluggerät ab. Ich war mit meinen Fliegerkollegen in Frankreich. Begleiten Sie mich bei diesem Flug. Hier die Bilder aus der Sicht des Piloten. Sich einmal als Herr der Lüfte fühlen. Was kann schöner sein als Fliegen mit Sonnenenergie, Wind, Wolken und Thermik? Im September dieses Jahres ging im Grazer Kammersaal die Fitness-Weltmeisterschaft über die Bühne. Mit dabei waren auch die beiden Mürzzuschlager Thomas Muick und Michael Handl. Und beide Athleten nutzten ihre guten Chancen. Sie erreichten den Fitness-Weltmeistertitel. Nach welchen Kriterien wird dieser Bewerb bewertet? Naja, in dieser Klasse sieht es so aus, dass grundsätzlich geht es nach Symmetrie und Harmonie. Ja. Die grundlegenden Kriterien sind eigentlich die Körpergröße minus 100, sprich bei mir 1,90 Meter wären 90 Kilogramm, ja, plus minus 2 Kilo, ja, viel mehr nicht unbedingt. Ja, ja, war ein recht interessanter Bewerb heuer. Sehr viele Teilnehmer aus mehreren Nationen. Ist ja ein internationaler Contest, hauptsächlich aus Deutschland, Litauen etc. Und ja, so war sehr angenehm und sehr interessant und war sehr zufrieden mit meiner Platzierung. Was hat Sie dazu motiviert, Ihren athletischen Körper auf der Bühne zu präsentieren? Das war 2009, da war ich mit dem Michael Handl und einigen anderen Freunden, Günther Fuhrmann, was ich studiert habe, in Graz unten und habe mir das erste Mal den Contest angeschaut, ja, und habe eigentlich gesagt, okay, wie die Leute auf der Bühne gesehen haben, okay, das ist meine Klasse, da kann ich eigentlich auch mitmachen, das ist meins. Ja, Bodybuilding in dem Sinn jetzt eher nicht. Ich sage einmal, ich will mich noch bewegen können, das kann ich recht gut. Ja. Und habe mir gedacht, ja, das ist genau meine Klasse und habe mich dann mit Michael für das entschieden, zusammen in dem Fall. Ja. Wie ist denn so das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, in einem quasi ausverkauften Saal? Ja, ein sehr gutes. Also wenn man sich selbst gut fühlt, die Form passt und man ist zufrieden, dann strahlt man das auch aus. Das ist auch bei diesem Bewerb bei der Mr. Adonis-Klasse sehr wichtig. Das wird auch bewertet, im Gegensatz zum Bodybuilding. Und ja, ein sehr gutes Gefühl. Deswegen machen wir es. Welche Bedeutung hat nun die Ernährung für das Bodybuilding? Also ich würde sagen, das ist die wichtigste Sache überhaupt. Also ohne Ernährung für die Bühne ist die Ernährung das Um und Auf. Ja. Das ist, also ohne Ernährung geht es gar nicht. Strikter Plan natürlich, 5 bis 6 Mahlzeiten am Tag. Relativ einseitig das Ganze halt, ja.
Hühnerfleisch, Buttenfleisch, Reis, Brokkoli. Also an kohlenhydratenfreien Tagen gibt es nur Brokkoli. Da ist man dann halt vom Training an schon sehr geschlaucht. Aber das spielt die wichtigste Rolle überhaupt, ja. Man nascht gerne und das sind halt Sünden, die einem nicht verziehen werden. Das merkt man erst am Tag des Bewerbes. Grundsätzlich ist das wirklich eines der wichtigsten. Also wenn man nur zum Spaß trainiert, ist es relativ egal. Man tut etwas für die Gesundheit, aber um eben den Fettgehalt zu schaffen, den geringen, um auf der Bühne wirklich gut auszusehen, ist halt das Um und Auf und auch sehr mühsam teilweise. Dürfen Sie Alkohol trinken? Nicht beim Autofahren, während vor dem Bewerb eigentlich auch nicht, nein. Sollte nicht sein. Die Vorbereitung läuft eigentlich das ganze Jahr, ununterbrochen, mit einigen Pausen natürlich. Aber speziell auf den Bewerb circa 2 bis 3 Monate mit speziellen Trainingsplan, Ernährungsplan, Diät etc. Also 3 Monate wirklich speziell und intensiv. Im Körper gibt es sehr viele Muskeln, blöderweise weiß ich jetzt nicht genau die Anzahl, aber es gibt sehr viele, ja. Und jeder Muskel wird natürlich eigens trainiert, ja. Also es gibt natürlich für jede Muskelgruppe eine Übung, wo man sagt, die mag ich besonders gern, ja. Wie lange trainieren Sie nun im Sportstudio Furli bereits? Mit dem Training habe ich angefangen mit 28, also sprich 7 Jahre in etwa und wirklich intensiv für Bewerbe circa die 2 Jahre. Sie sind Mr. Adonis 2011. Welche Ziele haben Sie für die Zukunft? Nächstes Jahr geht es natürlich weiter, zwar ein bisschen ruhiger. Voraussichtlich wird im September nur die Titelverteidigung wieder sein, ja. Die deutsche Meisterschaft, die was dann im Frühjahr eher wieder ist, die werde ich vermutlich auslassen, ja. Ja, mein Ziel für nächstes Jahr ist ganz klar, den Mr. Adonis Weltmeistertitel zu holen in Graz im September, aber auch im Frühjahr bei der deutschen Meisterschaft und bei einer Fit-Gala in Kitzbühel möchte ich auch teilnehmen, aber das große Ziel natürlich Weltmeistertitel Adonis Graz.